Zurück in die goldene Vergangenheit der Actionspiele mit Gregor, mit Turrican Flashback und mit mir jetzt hier bei RBTV. Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen, kompakten Let's Play hier bei Rocket Beans TV. Und ich habe mir meinen Lieblings-Retro-Freund Gregor an die Seite geholt. Hallo, Gregor. Hallo, Fabian. Schön, ja, du bist auch mein Lieblings-Retro-Freund. Ich mag es, dass du dich dem Anlass angemessen auch wieder in dein 90er-Outfit und deinen Look zurückverwandelt hast. Also, wart es ab, Gregor? Habe ich Hex gemacht und dann ist er auf einmal weggegangen. Ja, je nachdem, wann wir das ausstrahlen, kann es natürlich sein, dass die Leute das vorher schon gesehen haben. Nach einem Jahr Bart war auch mal Zeit, die Zeit bei mir ein bisschen zurückzudrehen. Und wen sollte man das besser widmen als Bran McGuire? Ne? Alter, du weißt, wie der Charakter von Turrican heißt. Das war doch bestimmt schon mal eine 1000-Punkte-Frage beim Nerdquiz, oder? Es ist im Nerdquiz immer mal herumgeschwirrt, aber ich hatte es auch im Kopf, weil ich auch schon tatsächlich auch mal über Turrican einen Retro-Club gemacht habe vor einiger Zeit. Deshalb, auch wenn der Anlass natürlich jetzt entsprechend noch mal den es gegeben hätte. Es gibt schon einen Retro-Club dazu, wo ich ausführlich drüber gesprochen habe, ein bisschen auf die Geschichte eingegangen bin. Mit der Flashback-Collection jetzt hier können die Leute die Spiele nacherleben und solche wertvollen Infos, glaube ich, bei Turrican 2 zuerst eingeführt wurden mit Bran McGuire, aber das weißt du wahrscheinlich jetzt besser, weil du länger gespielt hast. Können wir es mal ein bisschen nacherleben? Ja, wir können ja einmal ins Spiel reinschauen. Hast du in deinem Retro-Club auch schon über den Unterschied zwischen Turrican Flashback und dieser Turrican Anthology gesprochen oder liegt der schon länger zurück? Der ist schon ein paar Jahre her, ja, okay. Da war es. Also, ich hatte damals, Chris Hülsbeck hatte ja die Soundtracks nochmal über Kickstarter finanzieren lassen. Ich habe zu Hause auch die Collection auf Schallplatte und CD jeweils, die Auflagen, die er gemacht hat. Und das zum Anlass genommen, wieder in meine alte C64 und Amiga-Vergangenheit zu gehen. Aber sowas als Collection, die war dann noch nicht angedacht. Die wurde ja angekündigt, glaube ich, während der letzten Gamescom-Zeit. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Angekündigt wurden da zwei Turrican Anthologies, die man als Retail-Spiel kaufen kann in limitierter Auflage. Die kosten zusammen 70 Euro und enthalten Turrican 1, 2, 3, Mega Turrican, Super Turrican und noch so verschiedene Spezialversionen, sowas wie Director's Cuts der Spiele. Was jetzt gerade erschienen ist, wenn ihr dieses Video heute am Erstausstrahlungstag am 29.01. seht, gibt es das ab heute für Switch und PS4, was sich Turrican Flashback nennt, ist eine angepasste Sammlung an Spielen. Kostet 30 Euro, hat vier der fünf genannten Spiele, es fehlt Turrican 3, kostet dafür aber eben auch deutlich weniger. Und wir starten mal, würde ich sagen, Teil 1 und wir können hier mal exemplarisch bei diesem Teil uns angucken, was es da so für Optionen gibt. Vielleicht können wir einmal so lange vielleicht mal wegmachen oder so. Kollege Gregor rausnehmen. Das ist bei allen Spielen im Grunde genommen identisch und du als Retro-Spieler kennst das, Gregor, die interessantesten Sachen. Natürlich sowas wie die Aspect Ratio anzupassen. Man kann es auch auf Fullscreen strecken. Natürlich macht das kein geistig vernünftiger Mensch bei 4:3 Spielen. Man kann so Sachen machen wie ein weicheres oder etwas schärferes Bild, je nachdem, was man da bevorzugt. Und auch zum Beispiel hier ein CRT, also ein Röhrenfernseher-Shader benutzen, wenn man sowas mag und den auch vielfältig anpassen. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen, was das angeht. Was das, finde ich, schade ist, dass sie keinen Screenshot genommen haben zum Gucken, sondern nur das Logo. Oder kann man das irgendwie ja, du anpassen? Kannst das zumindest im Fullscreen previewen. Okay, aber ich würde schon gern sehen, wie die Pixel. Spielszene wäre vielleicht tatsächlich eine sinnvollere Variante gewesen. Ich mache mal, da das bei YouTube auch unter Umständen immer sich nicht so schön abbilden lässt, dass diesen CRT-Filter wieder aus. Man kann natürlich Spielstände jederzeit speichern und laden über eine Save-State-Funktion. Das ist nicht schlecht, weil die Spiele sind alt und hart. Also das sind keine leichten Spiele. Es gibt verschiedene Cheats, die man benutzen kann. Dann schaltet man allerdings keine Trophäen frei. Und es gibt auch eine Rückspulfunktion. Und jetzt springen wir mal rein. Gregor, das hier ist Turrican 1. Ich nehme es mal vorweg, leicht erkennbar das älteste Spiel auch dieser Reihe. Wer sich hier wundert, Rainbow Arts hat ursprünglich die C64-Version gemacht, bevor Factor 5, das deutsche Team, das portiert hat auf den Amiga, was auch wahrscheinlich die berühmteste aller Versionen ist, die es davon gibt. Das steht ja auch Game from
bei Manfred Trenz. Also Manfred Trenz hat das Original auf dem C64 quasi fast im Alleingang selbst gemacht. Und ist einfach ein sehr, sehr talentierter Programmierer und Entwickler gewesen. Hat beispielsweise auch den NES-Port ganz alleine bewältigt und Sachen gemacht. Die meisten Leute kennen die Amiga-Spiele. Du hast ja schon gesagt, es sind nur die Amiga-Versionen drauf hier. Ja, also von Turrican 1 und 2 sind es die Amiga-Versionen. Bei also Mega Turrican und Super Turrican, da sind es die Originalplattformen natürlich sehr schlecht gespielt. Jetzt zeige ich gleich mal die Rückspulfunktion. Man sieht unten rechts den Energiebalken des Charakters. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, wenn man das zum ersten Mal spielt. Es gibt nicht dieses typische, ich werde nicht zurückgestoßen oder so von Gegnern. Ich bleibe einfach stehen und der Balken leert sich, aber es tut sich sonst nichts. Das ist eine etwas ungewohnte Erfahrung heutzutage. Ja, du hast keinen klassischen Knockback hier. Ich muss eben sagen, ich selbst habe ja als Kind, bevor ich in meine Konsolenzeit gegangen bin mit dem Master System, beim Kumpel maximal NES gespielt, aber hauptsächlich auf dem C64. Und natürlich war das erste Turrican und auch das zweite dann für den C64 eines meiner meistgespielten Games. Man muss sagen, so gut manche Sachen von Rainbow Arts gewesen sind, die originellsten waren sie nicht so oft. Klar, das Spiel hat so seinen eigenständigen Look und ich meine, es fühlt sich auch eher wie ein Computerspiel an der damaligen Ära als jetzt ein Konsolengame mit seinen weitläufigen, aber nicht Metroidvania-Levels. Ne? Du musst hier schon nach dem Ausgang suchen, verschiedene Items finden und sowas, aber das ist nicht so, oh, finde den Schlüssel und das Upgrade und dann kannst du da weitermachen, sondern es ist die Art, wie die Games dann damals gewesen sind. Und es kommen viele Sachen zusammen, da steckt viel von Contra mit drin, Probotector besser gesagt. Da ist einiges von Metroid dabei mit der Kugel, in die du dann reingehen kannst. Zeige ich gleich mal. Und alles eben auf diese deutsche computerisierte Art dann umgesetzt. Genau, man hat zum Beispiel hier auch so einen Strahl, der sich in späteren Spielen dann zumindest auch so als Grappling-Hook einsetzen lässt. Damit genau, beim dritten, ne? Genau. Ja, die C64-Fassung sieht natürlich nicht so gut aus vom ersten und zweiten Teil hier. Was ich nicht mehr so ganz im Kopf habe, ich weiß, beim zweiten Teil hattest du beispielsweise keine Musik, weil das so aufwendig war, das Spiel, dass du nicht parallel, der C64 konnte keine Musik abliefern. Weiß nicht, ob es beim ersten auch genauso gewesen ist, weil es auch schon ein bisschen länger her ist, dass ich jetzt die Varianten ausprobiert habe. Aber die Amiga-Fassungen sind natürlich gerade musikalisch mit dem Sound von Chris Hülsbeck, als auch von der Grafik her, die zu bevorzugenden Varianten hier. Steuerung jetzt interessiert mich, du spielst ja mit dem Controller gerade. Ja, das. Spiel ruhig weiter. Auf dem Computer war man ja darauf angewiesen, du hast einen Stick und einen Knopf. Der Knopf wurde zum Schießen verwendet. Wenn du den gedrückt hältst, machst du hier diese Homing Attack. Ansonsten nach oben zum Springen, was ich nie so geil fand. Und Leertaste für diesen Screen Clearer, den du dort gemacht hast. Also du hast hier tatsächlich fast alle Tasten des Controllers belegt. Also ich habe hier einen Schussknopf, einen Sprungknopf. Ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn ich es verschwende. Diese Welle machen, die du angesprochen hast. Eine andere Taste löst das hier aus, dass ich mich eben in den Ball verwandle. Ich kann mit einer weiteren Taste das hier machen und mit einer noch zurückspulen. Das gab es natürlich nicht auf den Heimcomputern. Trotzdem sieht man, das ist schon ein Spiel, was durchaus davon profitiert, dass man jetzt eben hier 4, 5, 6 Tasten benutzen kann. Heutzutage, ich finde es gerade sehr ungewöhnlich, man hat es häufig vergessen, so zu Amiga-Zeiten, wo viele Spiele nur einen Button nutzen konnten, dass man auch immer mit nach oben auf dem Joystick gesprungen ist. Ich finde das ganz furchtbar mittlerweile. Ja, wenn ich solche alten Sachen dann nochmal spiele und das meistens über Emulatoren einfach besser funktioniert heutzutage, dann lege ich mir auch gerne den nach oben, sozusagen das nach oben auf einen Button, ne, damit ich dann springen kann damit, weil es einfach wesentlich einfacher geht. Wobei du merkst, zum Beispiel, ich habe vor einiger Zeit auch Gianna Sisters nochmal durchgespielt, was ich als Kind auch sehr häufig gezockt habe. Selbst damit, steuerungstechnisch, Turrican geht noch irgendwie. Ich finde, wenn du so teilweise die recht responsiven Konsolengames gewöhnt bist, bei Computerspielen, selbst wenn du das auf Knöpfe gelegt hast, kann es manchmal ein bisschen so delay-ig sein, für mein Gefühl. Ja, stimmt. Das ist nicht... Man merkt, ich bin mit Turrican 1 nicht so vertraut. Gucken, ob ich den Gegner hier noch besiegen werde. Ja, ist ein bisschen fies von mir, dass ich dich jetzt in Gespräche verwickle, das weil macht ich spüre, was sehr konzentrationsabhängig ist natürlich. Ich kann überhaupt nicht lesen, was hier, also wie er sich verhält und wann er diesen Move macht, dass er runterkommt. Glück haben. Ist wirklich Glück, oder? Ja, ja. Es ist relativ erratisch, wie er sich bewegt. Okay, jetzt hätte ich es geschafft. Gregor, möchtest du mal uns den nächsten Teil demonstrieren? Das kann ich gerne machen. Ich glaube, theoretisch, wenn wir, ich springe einmal zurück ins Menü und dann versuchen wir mal, dass du dich mit deinem Controller als Controller 1 anmeldest. Ich sollte an sich mal funktionieren. So, wo ist denn der? Einfach Home gedrückt halten, oder? Ich glaube, du kannst einfach. Soll ich das mal ausprobieren? Mach das mal.
Genau, wir können ja einmal vielleicht dann so lange auf uns gehen, dass man hier nicht den ganzen Menüquatsch mitverfolgen muss, den wir jetzt hier machen, weil ich weiß offen gesagt auch nicht genau, wie es geht. Ich glaube so. Und jetzt probierst du mal, dich als Controller 1 anzumelden, indem du L und R drückst. Okay, ja, da geht das sehr, sehr gut. Ja, sonst ist es praktisch, dass wir den Controller dann nicht hin und her geben müssen. Ja, ich kann es mal hier dann ausprobieren. Dann sind wir wieder im Menü zurück. Turrican 2. Kurz bevor wir reinspringen über die anderen Sachen, sprechen wir ja später nochmal. Es gibt auch ein Super Turrican 2 auf dem Super Nintendo. Ja, das stimmt. Ne? War das nur ein Upgrade mit neuen, oder gab es da richtig neue Level? Warum das ist ein anderes, neues Spiel. Warum es nicht dabei ist, kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Es war tatsächlich auch ein deutlich größeres Spiel, weil beim ersten Super Turrican mussten sie noch mit 4 Mbit auskommen und das zweite hatten sie mehr Speicherplatz zur Verfügung und konnten da auch mehr reinpacken. Weißt du, du hast ja ein Super NT, ne? Und ja, das war ja eine. War es nicht dann, dass das eine der Teile dabei war? In der Director's Cut ist da dabei. So, mal gucken, Turrican 2 hat auch ein schönes animiertes Intro. Mhm. Mit so, ja, deutschen Anime-Sequenzen sozusagen. Wo man merkt, dass die nicht unbedingt in Japan gezeigt wurde, aber es ganz cool ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt getriggert wird, wenn ich normal starte oder hier warte, aber wir wollen jetzt nicht das auch durchgehen lassen. Schöne kleine Demo da unten. Ach, die Musik mag ich immer noch sehr gerne. Ja, der zweite Teil ist deutlich besser, meiner Meinung nach, als der erste. So, also mal gucken, da springen. Da haben wir den Green Clearer. L1 ist zurückspulen, R2 müsste der Ball sein. Ich spule jetzt gerade zurück, das geht eine halbe Ewigkeit. So, okay. Ah, und hier hinten haben wir den. Und das, okay. Ja, es ist ungewohnt, das wirklich jetzt hier mit zu spielen. Übrigens, was auch schön ist, zack. Mhm, stimmt. Bisschen die Gianna Sisters Super Mario-Vergangenheit hier. Auch die Kristalle sind, glaube ich, recht ähnlich von der Form. Nur weil diese verstecken, okay, ich brauche alle 500 Upgrades. Das müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Gibt es da irgendeine moderne, gute Version von, weiß man nicht? Naja, es gibt so ein Upgrade, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, dass die klassischen Level sozusagen im Look der Neuauflagen dann auch mal in einer Amiga-Version dann spielt. Aber grundsätzlich, du kannst eigentlich weder die Amiga- oder C64-Fassung spielen. Da bin ich aber auch sehr, sehr klassisch sozusagen und spiele am liebsten die C64-Fassung. Hm. Steuerung, ein bisschen delay-ig, wie ich schon erwähnt habe. Aber kann man sich gerne mal geben. Ne? Vor allem, wenn man so, also ich komme da mittlerweile in so ein Stündchen durch oder so, ja, wenn ich die Warp-Zone vernünftig ausnutze. So, was war? Wie ist hier dein Eindruck so? Ich habe das Gefühl, das ist relativ verzögerungsfrei, ne? Also Steuerung, ja, und so geht alles gut. Geht tatsächlich ganz gut. Also ich meine, so der Eindruck, den ich jetzt bisher habe, das scheint ja alles solide umgesetzt zu sein. Viele Leute werden sich jetzt das erste Mal daran erinnern, wie Turrican überhaupt gewesen ist, seitdem sie das letzte Mal vor 20, 30 Jahren gespielt haben. Schwer ist es vor allem. Oder, also ich bin ja auch nicht der beste Spieler in dem Genre, keine Frage. Aber ich muss mich da sehr konzentrieren drauf. Guck mal, du hast jetzt allein für diese Aktion deine halbe Energie verloren, weil der kleine Typ da kurz dich berührt hat. Das ist mir bei Teil 1 eben auch passiert. Ich dachte, man stirbt. Nee, wie benutzt man diese Ballaktion richtig hier im zweiten Teil? Oder ist das einfach nur die Smart Bomb? Es ist so, es ist die Art der Smart Bomb hier. Du hast immer die Angst, dass er dann irgendwo im Abgrund landet. Ja, aber das passiert nicht, ne? So, ich glaube, du kannst aber trotzdem hier weiter. Oh, natürlich. So. Ich finde mittlerweile, gerade bei solchen Spielen, finde ich dieses Rückspul-Feature tatsächlich ganz cool. Also es ist leichter zu handhaben, als die ganze Zeit Save States zu laden und zu speichern. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch, vor allem eben bei so einem Spiel, wo du super schnell die Energie verlieren kannst. Turrican 2 grundsätzlich gegenüber dem ersten Teil ähnlich aufgebaut. Sehr weitläufige Level wieder hier, also du musst schon erkunden. Auch kein Metroidvania, würde ich eben trotzdem als so nicht bezeichnen, weil du musst hier wieder nicht jetzt Schlüssel und andere Sachen finden. Na komm, mein Kollege. So, keine Schlüssel und so weiter finden. Aber dafür hat sie eben die Plattform damals visuell, soundtechnisch super ausgenutzt. Eine Besonderheit, die der Titel hier noch hat, in der Mitte des Spieles gibt es so eine Shoot-em-up-Passage. Oh ja, stimmt. Weil Leute bei Rainbow Arts und Factor 5 speziell, ich meine, die haben ja auch entsprechende Erfahrungen gemacht mit vielen Shoot'em-Ups. Da gab es ja auch vorher noch Katakis beispielsweise. Und das ist so ein bisschen so eine Reminiszenz daran an die Shoot'em-Up-Geschichte, inklusive sehr, sehr, sehr schnellem Scrolling damals auf C64, weiß ich noch. Also das war schon ganz beeindruckend, das so kurzzeitig mal zu spielen. Und ich habe den einen oder anderen Sommer wirklich damit verbracht,
die Turrican Games sehr ausführlich zu zocken. Ja, Turrican 2 haben wir auf dem Amiga 500 damals wahnsinnig viel gespielt. So. Von Turrican 2 übrigens, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest, es gibt, also ich fand es immer so ein bisschen als C64-Kind schade, oh, die Konsolen-Kids kennen die Turrican-Sachen noch nicht, ne? Mhm. Die könnten eigentlich ganz cool für sie sein, aber werden über Contra und andere Sachen gespielt. Es gibt ja eine Handvoll Konsolen-Ports, der erste Teil auf dem NES und so weiter rausgekommen. Der zweite Teil wurde als Lizenzspiel verwurstet auf Mega Drive. War das Universal Soldier? Ja, genau. Ja. Ne? Also man hat quasi den Levelaufbau von Turrican genommen und da die Universal Soldier Jean-Claude Van Damme Lizenz drauf getan. Wahrscheinlich eines der besten Lizenzspiele dadurch geworden, in der Zeit, in der Lizenzspiele meistens Crap waren. Ich glaube, sie haben teilweise auch ein bisschen verschlimmbessert, so was die Sachen anging. Und irgendwie dieses Möchtegern-Design funktionierte leider nicht so cool wie das abgeschaute Roboter-Style hier. So, das war natürlich falsch hier unten. Was macht man nochmal mit diesen Diamantendingern, von denen du jetzt 16 Stück eingesammelt hast? Und warum benutzt du so selten den Laserstrahl, um diese Gegner tot zu machen? So, ich vergesse mal. Normalerweise kommt der Laserstrahl, wenn man den Knopf gedrückt hält. Aber hier hast du ja Dauerfeuer zum Glück erstmal. Deshalb muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich den hier vernünftig benutze. Auch das, warte mal, das Rollen, weil ich hier. Probier mal L2. L2, okay, ja. Das war sonst zweimal unten. Da muss erstmal das ganz Gelernte erstmal wieder raus. Ja. Dann werde ich das auch häufiger verwenden. Oh, kommt. So, und das ist der riesige. Okay. Ich weiß gar nicht, bringt das was bei ihm? Naja, anscheinend nicht. Komm. Ich keinen guten Winkel, wo er. Ich glaube, du triffst ihn nur in der oberen Hälfte. Ja, ich weiß. Vielleicht gibt es einen Winkel, wo ich ihn hier. Ach so. Gut. Hätte ich jetzt auch gemacht. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Nee, hat nicht gereicht. Das war nur mein. Ich glaube, ich habe auch hier nicht die geilste Waffe. Waren auch typischerweise keine Spiele, also zumindest die ersten beiden nicht, wo es verschiedene Schwierigkeitsgrade gab, oder? Nö. Nur schwer. Es war allgemein schwer, einfach. Komm, nochmal. Ich will nur die nehmen. Ja, okay. Und auch keine Passwörter und Speicherfunktionen. Nee, ne? Es gab einen Level-Skip, wenn du dann den Code kanntest. Stimmt. Ne? Dass du sozusagen dich immer zum Levelende dann hinbegeben kannst, wenn du es machen willst. Also so ist auf jeden Fall es managebarer gewesen, als dass du immer wieder von vorne anfangen musst. Hast natürlich trotzdem als C64 oder Amiga-Kind gemacht, weil was gab's sonst zu spielen? Wollen wir einmal ins nächste Spiel springen, lieber Gregor? Ja. Du kannst auf Minus drücken. Und mal kurz gucken, ist das vielleicht schon das Levelende? Nein, nicht ganz. Gut. Genau. Bist du wieder? Oder mach du das nächste und ich mach das letzte dann noch. Da müssen wir nicht nochmal wechseln. Komischerweise jetzt hier als nächstes Mega Turrican einsortiert, obwohl es erst nach Super Turrican erschienen ist. Wahrscheinlich, weil es eigentlich auch Turrican 3 ist, ne? Genau. Ist ein bisschen merkwürdig, die Entstehungsgeschichte. Es wurde ursprünglich fürs Mega Drive entwickelt von Factor 5. Kam nicht zuerst auf dem Computer heraus. Und dann wurde im Nachhinein von Kaiko dann ein Port umgesetzt als Turrican 3 Payment Day. Das ist die Version, die ich auch zuerst hatte, damals auf dem Amiga, die ich gespielt hatte. Hast du gerade Kaiko gesagt? Kaiko, ja. Kaiko, ja. Ja, also die, das möchte gern Taito aus Deutschland. Daher gab es ja auch den Spielentwickler Publisher, der teilweise echt viel so gegen Ende der 90er dann gemacht hat. Ist nicht Apydia von denen. Der, das kann sein, ja. Na, der Insektenshooter zum Beispiel. Ja, auch gut war. Der ziemlich gut gewesen ist, auch knallig schwer. Mega Turrican selbst, man merkt so ein bisschen das Konsolisierte, finde ich. Na, also, ich mag das ja lieber. Sieht ein bisschen flüssiger aus insgesamt. Es steuert sich noch mal präziser.
Und es ist von Haus aus eben auf Konsole ausgelegt. Der Grappling Hook, lass mich mal gucken, wo haben wir die Sachen? L2. Zurückspulen. L2 ist der Grappling Hook, ne? Genau. Der ist ein bisschen ungewohnt in der Benutzung. Du musst es nämlich dann quasi wieder loslassen, damit das dann rausschießt und dann kannst du dich erst schwingen. Also mir gefällt das deutlich besser als die, also jetzt aus heutiger Sicht, als die ersten beiden Teile. Ich hab selten Mega Turrican vorher gespielt, weil ich eher so natürlich der Nintendo-Typ bin für Super Turrican. Aber ich mag das richtig gerne hier. So, lass mich mal kurz gucken. Wir haben loslassen, ne? Ja. Und dann schwingen. Okay, irgendwie... Irgendwie ging es auf jeden Fall. Das werden wir gleich noch mal sehen. Irgendwo musst du den gleich noch mal benutzen. Aber ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, wie das vernünftig funktioniert hat. Ich mag auch, wie super flüssig das scrollt hier. Ja, hätten sich Factor 5 mal ein bisschen mehr auf den Konsolen ausgetobt? Naja, haben sie ja. Sie haben dann halt viele Star Wars-Sachen gemacht. Stimmt. Also auch mit Spielen, die mich interessieren, dann wäre schön gewesen. Ich bin ein großer Star Wars-Fan. Ich mag auch viele der Star Wars-Spiele, die sie dann gemacht haben. Die habe ich natürlich auch gespielt, aber wie so häufig, schwer, ne? Und sie haben Indiana Jones auf dem N64 gemacht. Oh ja, war das die, ach nee, die Trilogie war auf dem Super Nintendo, die ist aber auch von Die ist auch von Factor 5. Ja, es war dieses Infernal Machine. Stimmt, Infernal Machine gab es auch für den für das N64. Ja. Ich kenne nur die PC-Version davon. Den habe ich tatsächlich im ersten Anlauf geschafft. Aber ich glaube, du bist jetzt auch nicht mit voller Energie rein. Das ist dann natürlich auch nicht das Gleiche. Sehr gut. Aber für knapp hat es gereicht dann auch nochmal. So. Okay, das war's nicht. Ah, der hat mich gekillt. Was ist mir danach dann auch passiert, weil er nämlich, glaube ich, nicht verwundbar ist mit einem normalen Schuss, wenn er sich zusammenrollt. Er ist sehr Metroid-artig, ne, der Gegner. Ja. Wenn ich jetzt beim Spielen wieder... Oh, warum auch immer muss ich an Metroid Fusion denken? Im Aufbau her. Stimmt. So, nee, falsch. Der Müllschacht hier, geil. Komm ich gar nicht vorbei. Hey, vielleicht ist das nicht die richtige Ecke hier. Ich frage mich auch gerade, ich glaube, du kannst da rüberkommen, oder? Du geh mal oben lang. Ja, ich probiere mal. Wahrscheinlich sinnvoller. Das ist für die Experten, die durch den Müllschacht unten raus können. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen eine Vorliebe entwickelt für diese typische Megadrive-Musik, die immer so ein bisschen elektronischer und technischer klingt. Ich mag die ganz gerne irgendwie mittlerweile. Ja. Es ist so, der alte Grabenkrieg, ne? Super Nintendo gegen Mega Drive Musik sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Soundchips. Super Nintendo hat mehr mit Samples gearbeitet, hat eine niedrigere Kilohertzrate gehabt. Deshalb klingt das ein bisschen dumpfer und weicher häufig. Aber als Soundchip auf dem Mega Drive, der in den Arcades seine Basis hat, ist natürlich die Stärke dann so Synthesizer-Klänge. Mhm. Und wenn jemand nicht so gut damit umgehen konnte, dann konnten sich Mega Drive Soundtracks wie Fürze anhören. Es gibt auch wirklich schlimme, keine Frage. Ja, es gibt aber auch richtig, richtig gute Sachen. Ne? Der hier von Mega Turrican ist einer, der wirklich sehr, sehr guten. Einen, den ich empfehlen kann übrigens von dem Run and Gun, was nicht so bekannt ist, Midnight Resistance. Das habe ich immer Amiga gespielt. Ist eine Arcade-Umsetzung, ja. Gab es für viele Plattformen. Hat auf dem Mega Drive einen der besten Soundtracks, wurde umgesetzt von Hitoshi Sakimoto, also dem Musiker, der unter anderem Final Fantasy Tactics mitgemacht hat. Und der hat die Arcade-Melodien so geil auf das Mega Drive angepasst, sage ich, meine Herren. Also schön, dass du das kennst. Ich habe immer das Gefühl, niemand hat Midnight Resistance damals gespielt. Ja, das ist das kam von den Eltern, die dann nicht wussten, dass es Probotector gibt. Nein, aber das ist tatsächlich auch gut. Das sind so einige der Sachen. Ja, jeder, egal ob du auf Computern oder Konsolen groß geworden bist, natürlich, jeder hat so seine Spielchen auch gezockt, die für einen eine große Bedeutung haben, die aber nicht so die bekanntesten sind. Ne? Sowas wie Green Beret war etwas, was ich sehr viel gespielt habe. Zum Beispiel so ein altes Konami Run and Gun, was auch heutzutage so gut wie unbekannt ist. Aber für mich eben dann, oh, das kenne ich so gut. Oder eben Midnight Resistance, je nachdem, was man mal bekommen hat, stimmt. Wo man sich mal eingedeckt hat. Ich habe viel Flood gespielt von Bullfrog, was auch jetzt nicht deren größter Hit unbedingt war. Und auch ein Spiel, was ich mit am meisten gespielt habe, P.P. Hammer und his
Pneumatic Weapon oder wie das hieß. Oh ja, der Name sagt mir was, aber das Spiel habe ich nicht mehr vor Augen. Ja, das ist so ein kleiner Typ mit einem Presslufthammer. Super miese Stelle, genau das ist mir auch passiert. Aber wo ich es gerade sehe, Gregor, wie du spielst, ich glaube, Mega Turrican ist was, was ich auch im Nachgang hier dieses Let's Plays von uns nochmal, ich glaube, das werde ich mal angehen und uns mal durchspielen. Ja, das ist etwas, was ich finde, das auf jeden Fall. Also das wäre so von der vom Look und von der Anmutung her, das wirkt noch so wertig, das sieht aus wie so ein Indie-Developer würde heute so ein Spiel irgendwie in den Download-Store bringen, dann würde das so aussehen, wenn es von Turrican inspiriert wäre. Ja, wenn der unausweichliche, wir machen neues Turrican Kickstarter dann kommt, ne, nach den vielen gescheiterten Projekten über die Jahre, du kannst dich ja auch erinnern an die Hurricanes und oh, wie ist das eine? Das hatte so einen nordischen Namen, was mal kommen sollte. Oh, von wem war denn der Kickstarter nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber es gab so viele Projekte, wo es wieder losgestartet werden sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es am ehesten wie Mega Turrican aussieht. Willst du mal Super Turrican jetzt spielen? Gerne. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, dann machen wir die Viererrunde noch komplett. Ich glaube, du müsstest einmal für mich wieder in das Controller-Menü gehen und genau, dann jetzt nochmal den obersten Punkt. Hier, ne? Ja. Okay. Dann mach mal. So, jetzt bin ich wieder in Control. Ja, wir werden gleich den Unterschied sehen. Super Turrican bin ich nie so super warm geworden gegenüber. Ich würde auch mittlerweile so weit gehen und sagen, das Mega Turrican ist besser. Aber das hier, eine Besonderheit, Factor 5 war ja immer so ein bisschen technische Vorreiter, hatte Dolby Surround auf dem Super Nintendo. Okay, ja, das ist natürlich ganz cool. Hat es vielleicht auch 16:9 gehabt oder denke ich mal was anderes? Das hatte es, glaube ich, nicht. Es gibt irgendein Spiel gibt es, wo du tatsächlich auch 16:9 für Super Nintendo einstellen konntest. So, das hat übrigens auch einen Easy Mode, stelle ich mir jetzt schön gleich um. Mach das mal. Und hier, man sieht, ach so. Wieso kann man hier nur Mono Stereo? Es hat auf jeden Fall Dolby Surround, der Titel. Ja, deswegen weist es auch so aus. Stereo ist automatisch Dolby Surround hier. Hier ist der. Ich habe das so häufig gespielt, dieser Hintergrund ist für mich hier so ikonisch. Ich habe das so oft gesehen. Ansonsten, das ist schon ähnlich zu Mega Turrican. Ich bin da jetzt nicht tief genug drin, um da jetzt die Unterschiede genau rausarbeiten oder erwähnen zu können. Und du, dein Fall war das nicht so? Also irgendwie, ich habe es immer wieder über die Jahre mal angespielt, aber das war so nur nach einem Level oder so war auch mal gut, hatte ich das Gefühl. Ne? Wobei ich bei den anderen Sachen so ein bisschen mehr Lust habe. Ich weiß nicht, ob es irgendwie lag es an der Steuerung oder einfach an dem Style. Das ist ja nicht so viel anders. Ne? Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht auf dem Super Nintendo dann einfach andere Games gezockt habe, dass es mich nicht mehr so gepackt hat mit der Zeit. Ist eben, wie gesagt, auch immer noch ein gutes Spiel. Es gibt ja, nicht nett mit dem Wind hier. Fahrsequenzen, die waren beim zweiten Teil zuerst? Nee, habe ich auch gerade überlegt, ob die hier schon auftauchen. Es kann aber sein, dass die ersten Teil 2 sind. Ja, so eine lange Buggy-Sequenz kann ich mich erinnern. Das müsste der Anfang von Teil 2, glaube ich, dann sein. Ja, du hast das gerade schon mal angerissen. So ein bisschen auf dem Super Nintendo war das Problem. Also, es war auf dem Mega Drive auch zu teilen so. Da hatte natürlich Turrican nicht so den herausragenden Status wie auf dem Amiga, weil es einfach eine ungleich höhere Zahl an sehr kompetenten Actionspielen gab. Das war gut und cool, aber natürlich war es nicht so, das machte wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, also wenn du direkt auf den Plattformen drauf bist, wo die Vorbilder alle sind, wo die Metroids und die Probotectors schon stattfinden, dann wirkt das nicht mehr ganz so originell, was da ist, aber die Qualität von Factor 5 als Programmierteam, ne? Das ist musikalisch, spielerisch, Leveldesign-technisch, auch hier diese schönen Farbverläufe im Hintergrund und alles, ne? Also kriegen schon nicht alle Teams so hin, wie sie es gemacht haben. Ihr leider noch nicht dabei, diese Schwingfunktion. Du hast hier ganz klassisch halt so einen Schuss, aber keinen Schwingarm. Und den Level geschafft. Ja, jetzt kommt hier, ist natürlich auch wieder Boss-Time. Ah, die gute Faust. Ja, man kennt sie. Wir sind kleiner, jetzt wird sie groß. Ja, schön nochmal gezeigt, Mode 7-Effekt auf dem Super Nintendo. Gucken, ob sie sich hier nachvollziehbarer verhält jetzt. Ja, sie wackelt erst so ein bisschen in der Luft rum. Ja, da haben sie sich gedacht, auf Konsolen, let's not fuck around, ne? Lass uns da mal richtige Gegnertaktiken reintun, die nachvollziehbar sind. Ja. Aber und ich habe auch auf Easy eben umgestellt, muss man sagen. Ich glaube, viel weiter müssen wir auch gar nicht mehr spielen. Wir haben alle vier Spiele mal gezeigt. Das ist für euch in Kürze Turrican Flashback. 4 Spiele, 30 Euro. Sicherlich ein nicht super niedriger Preis für eine solche Retro-Sammlung. Man sollte da, glaube ich, schon ein Interesse dran mitbringen. Sei es, weil man das Genre mag oder weil man die Spiele schätzt, weil man sie früher gespielt hat. Ich persönlich mag es halt, weil ich natürlich eine Beziehung dazu habe. Und ansonsten sind die kompetent umgesetzt und
ganz gut reingepackt. Natürlich schade, dass jetzt hier bei Flashback im konkreten Turrican 3 fehlt, aber wenn man eben ganz großer Fan ist und alles haben will, dann vielleicht die Anthologies mal angucken. Ja, also so wie es umgesetzt ist, wie ich das hier erlebt habe, du hast genug Optionen. Zurückspulen ist eine coole Sache, dass du auch mal die Scanline-Filter tatsächlich variabel einstellen kannst, auch wenn wir die hier aus Compression-Gründen für YouTube nicht verwendet haben. Es gibt ja so viele Mini-Konsolen und Retro-Collections, da gibt es einen Filter, den du anmachen kannst und der sieht nach gar nichts aus. Das ist schon ganz wichtig, um das alte Spielgefühl zu replizieren. Die Steuerung greift griffig. Man muss für sich entscheiden, ob das dann wirklich diese 30 Euro oder eben noch mal mehr für die andere Fassung dann wert ist. Um mal kurz in Nostalgie zu schwelgen, ja, kann man sich das, glaube ich, durchaus mal überlegen. Und falls ich oder wir vergessen haben, das zu erwähnen, PS4 und Switch, wir haben hier die Switch-Version gespielt. Ich habe auch die PS4-Version angeschaut. Der Unterschied ist quasi non-existent. Wäre auch schwierig oder problematisch, wenn die Switch das nicht richtig auf die Reihe kriegen würde. Also könnt ihr euch überlegen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch das holen wollt. Das war's mit Turrican Flashback. Vielen Dank für euer Interesse und schaut auch beim nächsten Mal wieder zu, wenn Gregor und ich schöne Retro-Spiele spielen. Bye-bye.